Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Gothic 3 Götterdämmerung. Wir befinden uns noch immer in der ehemaligen Banditenhöhle von Ortega, die jetzt ein bisschen Untoten verseucht war. Aber das haben wir mit unserem Speer ganz gut geregelt. Und eigentlich wollen wir jetzt weiter Richtung Ardea gehen. Allerdings machen wir vorher einen kleinen Abstecher. Denn es gibt noch ein paar Sachen zu klären und zu regeln. Da wurde mir in den Videokommentaren zwei Sachen genannt, die ich gerne erledigen möchte. Zum einen müssen wir mal nach Geldern. Und von Geldern aus marschieren wir dann nach Trelis zu den Ausgrabungen. Denn da hat man mir geschrieben, wartet der nächste... Naja, nicht der nächste, wartet wieder der mystische Wanderer auf ein. Und deshalb wollen wir dann natürlich mal hingehen und uns das nächste Rüstungsteil besorgen. Es gibt drei Rüstungsteile, wo der das dritte Mal auftaucht, weiß ich auch. Daran konnte ich mich noch erinnern. Aber da müssen wir noch nicht sofort hingehen. Soweit ich mich erinnern kann, müssen wir da questmäßig sowieso mal hin. Weg! Elendes Biest! Was denn eigentlich mit Stärke und so? Oh, wir haben ja ganz schön Punkte, ne? Was braucht wir denn für die neue Armbrust? 210 Stärke. Wer meckert denn hier? Ach du. Batz, batz, batz. Das ist ganz praktisch. In Trelis haben wir ja sowieso einen Lehrer. Den Arena-Meister, wo wir die Arena gewonnen haben, hat der ja dann angefangen, uns ausbilden zu wollen. Den können wir ja gleich mal mit besuchen. Da kann er uns die Stärke beibringen. Dann haben wir die nächste Armbrust. Ist doch alles ganz fein. Batz. So. Oh Mensch, Leute. Ja! Danke, du Scheißsprung. Ich meine, wer hat denn den in das Spiel reingebastelt? Der ist unnütz. Jetzt bin ich wieder vergiftet. Und das bis zum geht nicht mehr. Gott, wie ich diese Seiten- und Vorwärts- und Rückwärtssprünge hasse. Die sind so unnütz, vor allem, weil die wirklich auch so schnell auslösen. Ich habe gar nicht doppelt die Taste gedrückt und trotzdem springt der Arsch. Und zwar voll der Blutfliege rein. Das war fantastisch. Das war echt sowas Tolles, habe ich selten in dem Spiel erlebt. So, genug die Wut drüber rausgelassen. Jetzt nichts wie zum Arena-Lehrer. Denn so eine neue Armbrust, das hat natürlich was. Und die hatte ja, glaube ich, auch so immens viel Schaden, ne? Unsere macht 140, die macht 160, naja gut. Immerhin 20 Punkte mehr Schaden, das ist besser als gar nichts. Oh, diese Performance-Sachen immer bei G3, die stören mich ein bisschen. So, guten Tag. Würdest du mich im Kampf unterrichten? Gut, Mora. So, dann machen wir noch zwei Stärkepunkte mehr. Weiter, Mora. Den Rest heben wir uns auf für Geschicklichkeit. Wenn ein Mora Ärger macht, schlagt ihn nieder und vergesst nicht, ihn auszuprobieren. Die Nordmar-Armbrust, sehr schön. Macht ein Mora großen Ärger, dann tötet ihn. So, und das Ganze war nicht mal großen Umweg. Denn jetzt befinden wir uns ja an der Ausgrabungsstelle. Oh shit. Gut gemacht! Los, wir jagen! Die Biester lernen es einfach nicht. So. Die Ausgrabungsstelle selber, die würde ich auch gerne besuchen, wenn wir schon mal hier sind. Vielleicht sind ja da noch die ein oder anderen Gegner drin. Naja, zumindest sind hier Wachen. Halt! Keinen Schritt weiter! Okay, ich darf hier nicht rein. Na fein. Dann lassen wir halt das mit der Ausgrabung und gehen direkt zum mystischen Wanderer. Der soll nämlich hier oben sitzen, vor der Höhle, wo einst die Rebellen drinne waren.
Werden wir sehen, ob das wirklich so ist. Und ja, da sitzt der Lümmel. Na, sieh mal einer an. Du hast doch nichts dagegen, wenn ich dir mal ein bisschen hier die Truhen leer räume. Du schon wieder. Was du siehst, ist echt. Hüte dich vor den Nebeln der Täuschung. Du hast es bis hierher geschafft. Aber es liegt noch ein weiter Weg vor dir. In der Höhle hinter dem Tempel von Trelis erwartet dich mehr. Entscheide dich klug. Ja, dann hau halt einfach ab. Das ist sehr schön, wenn du einfach abhaust. Finde ich wundertoll. Oh jemine. Oh jemine. Die Höhle ist ja noch bewohnt. Das auch noch von so einem hässlichen Pack. Aber die Nordmar-Armbrust ist cool. Moment. Zack. Die sieht doch mal richtig toll aus, hä? Zack. Okay, ihr wollt Ärger? Ihr wollt Ärger? Ja! Oh, shit. Oh, ist ja gut. Du hast doch überhaupt keinen Block mehr aktiviert. Wieso kannst du dann trotzdem meinen Powerschlag blocken? Ich glaub ja, wo es hackt. So, versuch mal hier reinzukommen, Miststück. Oh shit, die kommen hier rein. Das hätte ich jetzt wirklich nicht erwartet, dass die hier reinkommen. Durch die enge Tür. Oh, dieses Gespringe schon wieder. Du hattest keinen Block aktiviert. Also hör auf, meine Schläge zu blocken, obwohl du es nicht kannst. Sonst gibt's hier richtig Ärger. Ja, wo hänge ich denn jetzt? Oh, dieser verdammte Gestrüpp. Verschwinde. Es bist nur noch du. Und den Schlag kannst du nicht blocken. Gut, also ein Minecrawler ist jedenfalls noch in der Höhle. Da haben wir ja nochmal richtig Spaß gleich, ne? So, mal schön die Armbrust nachladen. Zack. Ja, Peter, das hast du toll gemacht. Wir sind alle stolz auf dich. Dass du den verkackt hast. Zack. Also ich glaube, mit der Attacke kommt man den Minecrawlern am besten bei. Da liegt schon das Paket. Korkaloms Kelch, hä? Korkalom ist tot, schon seit Ewigkeiten. Den habe ich damals in der Barriere noch erledigt, den Korkalom. Die Sau hat für den Schläfer gearbeitet. Gut, da hätten wir schon mal das. Und jetzt habe ich noch was anderes. Das habe ich selber rausgefunden, weil ich es nicht kapiert habe. Wir hatten ja von den komischen Irren drei Schlüsselteile gekriegt, aber zu welcher Truhe passen die nun, ne? Da wollte ich sowieso mal gucken, ob das irgendwie im Questdialog vielleicht steht. Ah nee, das war gar keine Quest in dem Sinne. Wir haben die drei Rüstungsteile und fertig. Und da habe ich nämlich mal gegoogelt. Was ist denn das? Ich brauche den richtigen Schlüssel. Garricks Truhe. Und dafür müssen wir... Oh, was bist du denn? Ein genastes Horn. Zonk. 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 Zonk.
verdammtes Biest. Ich krieg euch schon noch. Spätestens, wenn ihr da hinten hoch wollt. Ihr wollt hier hoch schon? Zack. Dann zeig ich doch mal, was ihr könnt, Nashörner. Zack. Also mit Bier ist nicht gut Kirschen essen, ihr Biester. Das sage ich euch. Wer sich mit mir anlegt, der kriegt ganz schnell mal eine drüber. So, und hier müssen wir jetzt die Augen aufhalten. Hier soll nämlich irgendwo die zauberhafte Truhe sein. Oh, shit. Zu spät. Ja, ist klar. Verschwinde. Ah, verflucht sollst du sein. Du Mistkrücke. Oh Gott, bist du schnell! So. War das jetzt bitte mal das letzte Nashorn, das da rumlief? Weil Nashörner an sich kann ich gar nicht leiden. Zack. Und ich hatte eben schon die Truhe entdeckt. Da, diese Plattform. Da ist nämlich die Truhe versteckt. Jetzt würde ich natürlich gerne wissen, was in dieser Truhe drin sein soll. Genau, Rolands Truhe, so hieß... Oh, Leute, kommt schon. Kommst du hier nicht runter? Oh, shit. Ah, ah, ah. Du bist selbst in den Tod gesprungen, blöder Sack. Rolands Truhe, jetzt bin ich gespannt. Die Truhe ist geöffnet und wir finden das Schwert Macht der Ahnen, den Langbogen. Na ja gut, also wenn man auf solche Waffen steht, ist das natürlich toll, aber ansonsten war das jetzt nicht so, wie man es gebrauchen könnte, ne? Also, ich hab da schon ein bisschen mehr erwartet. Na gut, da können wir jetzt aber genauso gut auch weitermachen mit unserer eigentlichen Aufgabe. Und weiter in die Richtung von Adair marschieren. Wir haben ja noch ein gutes Stück vor uns. Wir müssen noch über die weite Ebene. Da gibt es bestimmt noch ein paar Biester, die man mit Tod prügeln kann. Und in Adair selber und Khab Dun gibt es wahrscheinlich keine Quests groß. Aber ich will es zumindest mal angeschaut haben. Und ein bisschen was zu tun gibt es ja schon in Khab Dun zum Beispiel. Sollen wir ja noch die... Deserteure oder was das war, platt machen. Die sollen in den Höhlen unter Khab Dun jetzt hausen, wo früher die Drachen waren. Und in Adair habe ich jetzt eigentlich nichts groß zu tun. Ich weiß, dass früher mal eine Quest da am Strand war. Mal sehen, ob die noch da ist. Wow, shit. Aber du bist allein. Und ziemlich klein und hältst verdammt viel aus. Das finde ich nicht fein. Ganz ruhig, Ogerli. Wir wollen doch nicht hier... Wir wollen doch nicht böse werden. Boah, der geht aber auch ran. Heilige. Okay, Oger. So haben wir jetzt nicht gewettet. Und ich finde das auch überhaupt nicht schön, dass du mich hier in meinem eigenen Let's Play verprügelst vom Feinsten. Da ist ja noch einer. Oh, hör doch mal auf mit dem Gespringe, bitte. Ah, verdammt. Oh, jetzt hör doch mal auf mit dem Gespringe. Hör auf damit! Und du lass dich gefälligst treffen. Treffen lassen, nicht selber treffen. So. Hast du jetzt davon.
Und jetzt schnappe ich mir deinen Kollegen. Allerdings, warum kann ich denn nie die Klingbolzen auswählen? Dass ich das immer manuell machen muss hier. Nee, nee, nee. Das ist Verrat, habe ich gehört. Zack, Lübbel. Boah, jetzt kommen sie schon zu zweit angehechtet hier, oder was? Also der andere, der kann meinetwegen mal schön abhauen. Ah nee, die konnte ich ja nicht benutzen. Ich habe nicht genug Mana. Shit. Und zack! Hol zum ab! So, mein Großer, jetzt komm mal ran hier. Zack. Zack. Okay, noch ein Ogre weg. Und dabei haben wir mächtig Erfahrung gesammelt. Jetzt bräuchten wir mal einen kleinen Mana-Trank. Und dann nehmen wir das, würde ich sagen. Zack! Batsch! Oh shit! Treffe ich trotzdem? Nee! So, ganz ruhig, Ogre. Ich bin noch lange nicht fertig. Ich hätte hier nämlich noch das zu bieten. Dann hätte ich auch noch das zu bieten. Wenn du gerade sowieso nur rumstehst und frierst. Ja. Ah! Verdammt, die halten immer aus. Verschwinde! Boah, wieso treffe ich den denn nicht? Der stand doch voll nah an mir dran. Haha. Da! Da! Oh, verdammter Lümmel. Auf mir daher zu rennen. Ich will das nicht. Such dir Leute, die das wollen. Ich will das nicht. Ah! Ja, dafür habe ich dich jetzt doppelt erwischt, ne? Hast du gesehen, ne? Hast du gemerkt, das tat weh. Oh, Mensch. Immer dieses Ogerpack. Was bist du? Eine Metalltruhe. Da hinten steht noch eine rum. Hey, zwei Dietriche, das ist aber nett. Ich meine, ist zwar nicht so, dass ich die unbedingt nötig... Oh, eine alte Truhe, auch nicht schlecht. Her damit. Kleiner Schutzring und ansonsten Zeug, das ich nicht brauche. Aber war doch ganz schön, dass wir mal drüber gesprochen haben, ne? Oh, ich habe immer noch die Klingbolzen ausgerüstet. Gut, ihr wollt Ärger? Oh. Okay, ganz ruhig, Goblins. Ich will ja nicht den ganzen Tag vor euch wegrennen. So. Noch Fragen? Rostiges Schwert nehmen wir mit. Meine. Elende Grünhäute. Wir können auch die normalen Bolzen nicht auswählen. Oh, wem bin ich ihm jetzt reingerasselt? Ohne es zu wollen. Einen blöden Goblin, der mir voll in den Powerschlag reinrennt. Wieso haben wir die denn alle übersehen, hör mal? Als wir hier das erste Mal langgegangen sind, oder sind die jetzt erst gekommen? Abgebrochen. Haha, du bist auch so ein Abgebrochener. Ey, hör auf, alles kaputt zu machen. Gott. Armbrust raus, würde ich sagen. Hier unten waren wir schon. Da ist noch eine Truhe im Wege. Oh, schon wieder.
Wie viele von euch gibt's denn hier? Was macht Lee mit seinem Paladin den ganzen Tag? Die Eier schaukeln oder was? Die müssen mal dafür sorgen, dass das Land sicher ist. Das kann doch nicht sein, dass sie zwischen den Dörfern und der großen Stadt Ogau hin und her marschieren. Dieses Mistbratzengelumbe. Dummes, hinterwäldlerisches Pack. So. Da ist nichts mehr zu holen. Ach, darum hatte ich mich schon gekümmert. Jetzt aber erstmal ein bisschen Fleisch hier futtern. Und da würde ich auch sagen, haben wir für dieses Video genug erlebt. Beim nächsten Mal schauen wir uns noch ein bisschen hier in der Ebene um und werden dann wahrscheinlich auch Ardea erreichen. Denn so weit weg ist es ja nicht mehr. Mal sehen, was da so abgeht. Ich heiße euch jedenfalls auch beim nächsten Mal dann herzlich willkommen. Und jetzt sage ich euch erstmal Adieu.